Es gibt sehr, sehr viele Plugins, die versuchen, Neve zu sein. Und wahrscheinlich gibt es auch relativ viele Engineers, die versuchen, Andrew zu sein. Und weil ich letztens nicht nur Andrew Chaps bei einer Masterclass in London getroffen habe, sondern auch in den Abbey Road Studios war und da sehr viele Neve 1073s gesehen habe, habe ich gedacht, gucken wir uns doch das Plugin mal genauer an. Das Plugin ist ziemlich einfach aufgebaut. Wir haben hier oben unsere Preamp- und Drive-Section. Der Preamp ist noch relativ zart, wenn wir Drive dazu nehmen. Hört man auf jeden Fall, was da passiert. Wir können die Höhen boosten. Oder natürlich auch absenken. Wir haben die Möglichkeit, die Mitten auch anzupassen. Wir haben hier erstmal die Frequenzen, die wir uns aussuchen können und können dann hier mit dem Rad in der Mitte sagen, ob wir das boosten oder absenken. Mit dem Low Shelf können wir das gleiche auch machen. Wir können hier den tieffrequenten Bereich entweder boosten oder absenken und können auch hier nochmal uns aussuchen, auf welchen Frequenzen das passieren soll. Und am besten immer nicht übertreiben. Und falls wir hier unten keine tiefen Frequenzen haben wollen, weil wir vielleicht Vocals aufnehmen und hier unten nur so Gerümpel stattfindet, dann können wir hier auch mit dem High Pass nochmal die tiefen Frequenzen cutten. Könnte auch ein ganz cooler Effekt sein, wenn man das automatisiert für den Bass. Hier gibt es noch die Möglichkeit, das Signal in Mono links oder nur rechts zu hören. Außerdem könnt ihr die Bearbeitung auch in Duo, Mono und in Mid-Side machen. Ich denke, für den Bass haben wir mit dem Drive hier eine gute Einstellung gefunden. Sehr legendärer Sound und bei mir eigentlich auf jeder Vocalaufnahme, egal ob jetzt Hardware oder Software, wenn du Bock hast, auch das Plugin zu bekommen, dann check doch mal die Seite von Plugins Masters. Da findest du nicht nur das Plugin, sondern kriegst auch meistens immer sehr coole Rabatte und es gibt Giveaways, das heißt, du kannst da auch noch was gewinnen. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine Nachricht und wir sprechen über dein Projekt.